Genau. Ich glaube, damit habe ich jetzt alles gesagt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Lauschen der Gespräche und beim Hinschreiben der Fragen und Kommentare und würde jetzt quasi das Wort kurz an Sophie und Tobi übergeben von Quäntchen und Glück in Darmstadt. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal kurz sagen, was macht eigentlich eure Firma? Seit wann gibt es euch? Wie groß seid ihr vielleicht auch? Und vielleicht auch direkt schon euch selbst vorstellen, was eure Rollen so im Unternehmen sind. Genau, Sophie, Sophie. magst du vielleicht anfangen? Okay. Ne, Sophie startet. Ja. Also erstmal willkommen in meinem kleinen Wohnzimmer. Mein Arbeitsplatz seit März, das ist nämlich die Zeit, in der ich schon im Homeoffice bin. Einmal in der Zeit im Büro gewesen für einen Workshop. Und da ahnt man schon, was wir machen. Hauptrangig und vorrangig moderieren wir Workshops aller Art. Es geht darum, Innovationen zu fördern in Unternehmen, Teamentwicklung zu betreiben. Aktuell geht es auch viel darum, Remote-Know-how zu vermitteln. Wir sind dabei sehr methodisch unterwegs, aber auch mit einem großen Fokus darauf, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Tobi kann da sicher ergänzen. Der hat Quäntchen und Glück nämlich mitgegründet. Ich bin seit Anfang 2019 dabei als Strategin. Wir haben aber sehr flache Hierarchien. Von daher wage ich zu behaupten, dass Tobi und ich trotzdem als Strateginnen und Stratege auf einer Ebene sind. Wir sind insgesamt, und da muss mich Tobi korrigieren, wenn ich Blödsinn erzähle, aktuell circa 14 Quäntchen. Ja. Quäntchen ist unsere selbstgewählte Selbstbezeichnung. Wir sind Fans von Wortspielen mit Q und Worten mit Q. Genau, bevor ich bei Quäntchen und Glück angefangen habe, war ich in einer etwas traditionelleren Beratung unterwegs in Hamburg und habe davor in einem Startup in Berlin gearbeitet. Startup war es gar nicht mehr unbedingt, es war schon etwas größer. Das heißt, ich habe schon verschiedene Kontexte gesehen und kann auf jeden Fall sagen, dass unser aktueller Kontext der agilste ist, in dem ich bisher war. Da können wir gerne auf die Details gleich eingehen. Tobi, Ja, magst du sehr gerne. ergänzen? Genau, ich ergänze gerne. Also ich bin Tobi. Ich habe Quäntchen und Glück 2010 mitgegründet aus dem Online-Journalismus-Studium heraus. Und das beantwortet die Frage, was ich studiert habe, gelernter Online-Journalist, mich dann aber im letzten Moment doch gegen Zeit Online und für Quäntchen und Glück entschieden. Obwohl ich immer denke, ach, das wäre auch spannend gewesen. Und genau, wir haben gestartet als so eine, was, damals ging das mit Facebook los. Wir haben gestartet, irgendwie Social Media Konzepte für größere Unternehmen zu machen. Irgendwann kam das mobile Internet auf und dann haben wir ganz viele Websites gemacht tatsächlich. Dann wurde so quasi aus Social Media Agentur eine Agentur für Online-Kommunikation und irgendwann haben wir festgestellt, die Produktprobleme interessieren uns noch viel mehr als die Kommunikationsprobleme. Und so haben wir, ist es eigentlich, also ich frage mich auch, warum bin ich seit 10 Jahren in einem Unternehmen, weil das Unternehmen schon drei verschiedene war. Das ist jetzt so der dritte Aggregatzustand. Und der Zustand, der sich am schönsten anfühlt, die Unternehmen zu begleiten, sich zu verändern, und natürlich am liebsten verändern Richtung mehr Menschlichkeit und mehr Nachhaltigkeit. Das ist so unser großes Ziel, dass wir Unternehmen dahingehend begleiten und mit der Spezialwaffe wirklich sehr komplexe Workshop-Formate moderieren und begleiten zu können. Das ist so unsere große Leidenschaft und vielleicht auch das Besondere, dass wir so 10 Leute sind, die alle diese Moderationsleidenschaft haben und wir uns da gegenseitig pushen und voneinander lernen. Ja, das ist der Hintergrund. Cool, vielen Dank. Ja, vielleicht kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, was vielleicht der Unterschied zwischen Zeit online und euch ist oder was du da so manchmal reflektierst. Genau, ich sag's nur nochmal, weil es eben nicht so ganz klar rauskam. 14 seid ihr, ne? Nicht 14. 40. Ja, Okay, ja. gut. Nur nochmal für alle, die zuhören. Genau. Ich sehe jetzt auch schon im Chat begrüßen uns einige. Das heißt, es funktioniert, falls ihr Fragen habt. Ich kann sie lesen, sehr gut. Genau. Tobi, du hattest es eben schon von den drei Aggregatzuständen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das Thema, was jetzt so im Raum für euch steht, ist ja New Work. So ist zumindest der Titel von dieser ersten Kulturlounge. Vielleicht, was hat es denn damit zu tun oder wie kommt es, dass ihr jetzt schon gefühlt drei verschiedene Unternehmen wart? Ich glaube, das kommt dadurch, dass wir ziemlich gut im Verändern sind. Und wenn man diese New Work, also
wir schreiben uns ja selbstbewusst auf die Website, dass New Work bei uns new since 2010 ist. Und das liegt tatsächlich daran, ich sage es nochmal, wir haben es aus dem Studium heraus gegründet. Das heißt, niemand von uns hat je in einem richtigen Unternehmen gearbeitet, als wir das zu fünft gegründet haben. Und das hat uns viel Lehrgeld gekostet auf der einen Seite, weil wir eben nicht wussten, wie Arbeiten und Unternehmertum und sowas funktioniert. Und das hat sich aber im Nachhinein auch als ein großer Gewinn dargestellt, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen keine klassische Agentur sein. Wir versuchen, uns Arbeit so zu gestalten, wie sie uns gefällt und so, wie es für uns gut ist. Deswegen sind wir, ich glaube, eine der ersten Maßnahmen, die wir hatten, war, dass wir das Quemp erfunden haben. Das heißt, einmal im Jahr wegfahren zusammen, 3 Tage Team-Offsite in der billigsten Jugendherberge, die man damals bekommen konnte. Ja, so fing es an. Aber um 3 Tage darüber zu reden, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und wie passt das für uns? Und so kamen nach und nach immer mehr Formate. Und irgendwann kam der Moment, wo es dann hieß, so, krass, wir haben irgendwie jetzt so viele Workhacks und so viele Sachen gefunden, lass doch mal da draußen erzählen und lass doch mal schauen, ob wir nicht anderen Unternehmen mit diesem, wie wir arbeiten, auch weiterhelfen können. Und so kam das, wurde das New Work-Thema immer größer, was dann irgendwann in diesem New Work-Quartett mündete, 32 Maßnahmen und Hacks, wie wir zusammenarbeiten, von denen jetzt auch schon viele andere Unternehmen Dinge übernommen haben oder sich davon inspiriert gefühlt haben. Das ist eigentlich das Ding. Aber für mich ist dieses New Work-Thema hauptsächlich eine große Veränderungsmaschine. Und das war eigentlich dieses große Thema. Und das war jetzt auch in dem Corona-Jahr das Spannendste zu sehen, wie nach dem Lockdown man sich irgendwie, also es war eine Nachricht im Chat, ab morgen arbeiten wir remote und 2 Wochen später waren die ersten Remote-Workshops. Also das heißt, wie man es schafft, irgendwie eine Organisation in Rekordgeschwindigkeit nochmal umzubauen auf ganz neue Geschäftsmodelle und sowas. Und das ist so das Schönste an diesem New Work-Thema. Es macht uns sehr agil und hilft uns, uns schnell anzupassen an neue Situationen. Ja, davon hatten wir es ja eben auch schon kurz, dass ihr vielleicht sogar gerade eher Profiteure von der Krise seid, dadurch, dass ihr Expertise habt in Feldern, die andere Unternehmen jetzt gerne hätten oder irgendwie noch schnell aufbauen müssen. Ganz kurz einmal, Franziska Wiebel fragt hier, gibt es irgendeine Möglichkeit, abgesehen von aktiven Chatten, die anderen Zuhörer wahrzunehmen? Ich gehe davon aus, Franziska, du meinst mündliche Beiträge. Das haben wir leider nicht. Wir sprechen jetzt quasi zu dritt mündlich und ihr dürft aber gerne schreiben. Das wäre aber vielleicht auch so ein Feedback, was du im Anschluss eintragen könntest, wenn du dir das fürs nächste Mal wünschen würdest. Genau. Okay, genau, du hast eben schon das Quartett angesprochen. Vielleicht kann die Sophie da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe dieses es ist quasi ja ein Kartenspiel, so eine Art. Ich habe es auch zu Hause liegen. Da sind sehr viele, ja, vielleicht könnt ihr es auch mal kurz zeigen, sehr viele coole Methoden und Tools, Ideen mit drin, wie ihr euch bei Quäntchen und Glück irgendwie organisiert. Ah, es ist leider so ein bisschen blurred, weil du da im Hintergrund blurred bist. Man kann Quartett lesen. Okay. Man kann sich das drunter vorstellen. Auf der Website ist es, glaube ich, ja auch zu finden. Und das beschreibt, glaube ich, nochmal am ehesten, wie ihr so den Alltag lebt. Sophie, vielleicht kannst du da mal so 2, 3 Beispiele aus dem Quartett, was da drin steht, was euch so ausmacht, erzählen. Ja. Sehr gern. Genau, unser Quartett, wenn Tobi es hätte zeigen können, das wäre tatsächlich nur ein kleines Kartenspiel. Aber das kleine Kartenspiel ist deswegen so mächtig, weil sich darin ganz viele ganz, ganz kleine, aber auch recht große Hacks verstecken, die man nutzen kann, im Arbeitsalltag anwenden kann, um als Team besser zusammenzuarbeiten oder auch, um einfach irgendwie zusammenzukommen, die Sicherheit zu stärken, ganz viele Dinge oder auch nachhaltiger zu werden. Ich glaube, wir haben alle so unsere Lieblingsquartettkarten. Ich kann mal mit meiner starten. Darüber lässt es sich immer am leichtesten erzählen. Das ist für mich unsere Schontagskarte oder der Grund, weshalb ich bei Quäntchen und Glück bin. Also der Tag in der Woche, an dem wir interne Meetings gebündelt an einem Tag machen und uns ganz bewusst Zeit nehmen, nicht für und mit Kunden zu arbeiten, sondern intern bei uns und genau das machen. Da geht es wirklich darum, in kleinen, kurzen Meetings sich abzusprechen, die Woche zu planen und viel methodisch zu arbeiten.
Eine andere meiner Lieblingskarten ist die Wunschbox, die wir auch in Zeiten von Corona und Remote-Arbeit remotisiert haben. Das ist nämlich eine Box, in der die Wünsche unserer Kolleginnen und Kollegen sind, was wir gerne mal zusammen machen wollen würden. Ich glaube, vor Corona-Zeiten gab es da so Sachen wie, wir wollen mal klettern gehen oder wir wollen zusammen kochen. Und jetzt machen wir da, sind da Spiele drin, wir treffen uns für einen gemeinsamen Wein-Tasting-Abend. Wir testen Online-Spiele aus und es geht wirklich auch darum, die Verbundenheit im Team zu stärken. Und genau, wie schon gesagt, wir haben jetzt auch dieses Jahr einen kleinen Relaunch gemacht. Ich glaube, es war dieses Jahr, es ist so viel passiert und ganz bewusst auch noch das Thema Nachhaltigkeit mit aufgenommen. Also welche Hacks und Tricks haben wir, um als Firma nachhaltiger zu sein? Ich glaube, da war auch eine Karte, bei der es ums Reisen geht und dass wir versuchen, auf Flugreisen zu verzichten. Das hat sich inzwischen erübrigt, aber es sind auch noch ganz viele andere Sachen drin. Genau. Cool. Vielleicht kann Tobi gleich auch nochmal seine Lieblingsquartettkarten erklären. Ganz kurz nur, der Jonas schreibt hier, da freue ich mich schon drauf, habe das gerade erst bestellt. Also da scheint es noch andere Fans auf jeden Fall zu geben. Du hast eben den Schontag angesprochen, dazu wollte ich selbst nochmal kurz was sagen, weil ich da dieses Jahr auch die Chance hatte, einmal dabei zu sein. Die große Besonderheit, die du jetzt, glaube ich, gar nicht angesprochen hast, ist, dass ihr da komplett irgendwie Informationskanäle von extern ausschaltet. Das heißt, immer wenn ich montags eine Mail an den Jakob oder so schicke, dann kriege ich eine Abwesenheitsnotiz, wir sind heute im Schontag. Also, dass ihr konsequent gesagt habt, wir sind einen Tag in der Woche für Kunden, Kundin nicht erreichbar oder zumindest erst, wenn wir das wollen, weil wir uns da Zeit für uns nehmen wollen. Ich glaube, da scheuen sich ja schon viele Unternehmen vor, so radikal zu sagen, Kunden lassen wir an dem Tag mal hinten anstehen oder Kunden. Und ich weiß, habe ich versucht, genau so einen Tag mit einzuführen. Das ist genau daran gescheitert, dass gesagt wurde, kein Kunde würde das jemals akzeptieren. Und ich glaube, es zeichnet uns als Firma aus, dass wir das in einen charmanten Touchpoint umgewandelt haben und eine sehr nett formulierte Abwesenheitsnotiz haben, in der drin steht, warum wir das Ganze machen, die zumindest bei mir bisher immer nur auf positives Feedback und positive Resonanz gestürzt ist, also gekommen ist, weil die Leute eher sagen, wie cool, dass ihr das durchzieht. Und sie beschweren sich meistens eher, wenn ich mal eine Mail an einem Montag an einen Kunden schicke, dann kriege ich meist eher eine böse Mail zurück, dass ich das ja Akzeptanz bei meinem Kunden als bei mir, aber das passiert auch nur sehr selten. Das heißt, die passen schon ein bisschen für euch mit auf, dass ihr euch da treu bleibt, genau. Okay. Aber Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was sind so deine Lieblingsquartettkarten, Methoden, die ihr umsetzt? Ich müsste auch mich beim Schontag anschließen tatsächlich, weil das einfach der krasseste Work, also es war die beste unternehmerische Entscheidung, die ich in 10 Jahren getroffen habe, mit diesen Tag einzuführen. Also muss das vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen. Also es ist wirklich jede Woche ein internes Barcamp, was bei uns das komplette Projektmanagement abgelöst hat. Wir hatten vorher manchmal zwei hauptamtliche Projektmanagerinnen. Wir haben jetzt kein Projektmanagement mehr. Ja, dieser eine Tag, er hat das komplette Projektmanagement ersetzt, weil wir an dem Tag tatsächlich alle Informationen transparent machen, die die Menschen brauchen, um dann an den anderen Tagen weiterzuarbeiten. Es war damals unsere Antwort darauf, wie hybrides Arbeiten funktionieren kann. Denn wir hatten diesen Zustand von, manche Leute leben in anderen Städten und sind deswegen die meiste Zeit im Homeoffice. Und wann kommt man ins Büro und wie arbeiten manche remote und nicht remote? Das führte nämlich bei uns tatsächlich dazu, dass es mitunter dann Wochen gedauert hat, bis wir Termine mit Kunden gefunden haben, damit mal alle in derselben Stadt sind, damit mal alle, also wir haben auch sehr flexible Arbeitszeiten, also alles, was so dieses coole New Work ist, ne? Flexible Arbeitszeiten, arbeite, wie du willst. Und diese ganze Flexibilität ist für uns zum Eigentor geworden irgendwann. Ja, wir haben gemerkt, das dauert ewig, bis wir Termine mit Kunden finden, bis wir uns da synchronisiert haben. Und seitdem es diesen Schontag gibt, ist es halt tatsächlich so, dass wir haben hier 4 Tage, wo es keine internen Meetings gibt, die eventuell verhindern könnten, dass wir damit einen Workshop mit Kunden machen, einen längeren Termin. Es hindert uns da auch daran, irgendwie uns zu verkünsteln mit internen Projekten, die wir gerne machen, ja, weil dafür gibt es jetzt einen geschützten Raum am Montag. Also insofern, das ist meine liebsten Karten, vielleicht kombiniert mit dem Kollektiv. Das finde ich auch eine spannende Geschichte. Wir haben, Sophie hat es ja schon gesagt, wir streben danach, die Hierarchien so flach wie irgendwie möglich zu machen. Und dann ist die Frage, wie kriegt man dann trotzdem hin, dass alle Entscheidungen treffen? Und wir haben das Prinzip, dass wenn irgendjemand was stört, so zum Beispiel
ein Thema, was die Menschen gestört hatte bei uns, war irgendwie, oh, unser Weiterbildungssystem ist wirklich blöd. Ja? Dann bildet eine kleine Arbeitsgruppe von 2 bis 3 Leuten und die gehen vor und überlegen sich verschiedene Konzepte, wie Weiterbildung funktionieren könnte und sagen dann, also holen sich immer auch wieder Feedback von Kollegen zwischendurch und irgendwann stellen sie sich aber hin, so jetzt machen wir das kollektiv. Wir haben uns verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie Weiterbildung bei uns funktionieren könnte. Hier gibt es Weg A, Weg B und Weg C. Nach allem, was wir uns angeguckt haben und inzwischen sind wir Weiterbildungsexpertinnen, würden wir vorschlagen, wir gehen Weg C. Hat jemand etwas dagegen? Und wenn niemand Veto sagt, ist es an der Stelle entschieden, dass es so gemacht wird, egal ob in der Gruppe Gesellschafter waren oder nicht. Ja. Und wenn jemand Veto sagt, ist eine Pflicht, einfach mitzumachen und eine bessere Lösung. Alternative irgendwie zu finden. Ja. Also das ist dieses Prinzip von Konsens und Elemente von Soziokratie. Und das ist, finde ich, noch so ein Element, was uns hilft, dass wir alle im Unternehmen sehr unternehmerisch denken, sehr eigenverantwortlich denken und gemeinsam schnell vorankommen und an unserer Arbeit arbeiten. Ja, also insofern, wenn du mich fragen würdest, was die beiden Lieblingskarten sind, und das hast du getan, die beiden. Wenn man so spricht, bin ich gesagt, oh mein Gott, da gibt es da noch 5 andere. Ja, also ich finde auch, da sind sehr viele spannende Sachen drin. Guckt euch, wie gesagt, mal online vielleicht auch an, diejenigen, die schon ein bisschen am Rumsurfen sind. Das Kollektiv wäre dann quasi auch so eine Art, um diese Veränderungsfreude beizubehalten, ne? Dass ihr immer direkt Leute findet, die sagen, okay, dann nehme ich mich der Sache an, damit es auch irgendwie wieder einen Plan B gibt oder was Neues sich entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da irgendwie für sich als Unternehmen solche Wege findet. Wie kommen wir dahin? Genau. Das ist echt cool. Wobei ich auch, da habe ich eben schon drüber nachgedacht, ergänzend sagen würde, dass unser Veränderungswille, glaube ich, noch weitere Gründe hat. Und das kam jetzt schon mehrfach so nebenbei. Aber ich glaube, diese große Autonomie, die wir als einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, Dinge wirklich anzustoßen, Dinge zu verändern, hat uns gerade zu Beginn der Homeoffice-Zeit total geholfen. Also da gibt es selten das Gefühl von, ich muss jetzt erstmal jemanden um Erlaubnis fragen, bevor ich irgendwas tue, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich will jetzt, keine Ahnung, ein Konzept überlegen, wie man Leute zu Remote-Facilitators ausbildet, dann mache ich das. Und dann setze ich das um. Und ich glaube, diese Freiheit hat dazu geführt, dass wir nicht irgendwie erstmal wochenlang herum überlegt haben, wer entscheidet jetzt was, sondern wir haben dann alle so einen Spirit, wir beschreiben das gern als, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus und wir nehmen dann das Problem und versuchen es erstmal zu lösen. Und dann hilft uns der Schontag dabei und auch, wir haben jetzt in Corona-Zeiten so morgendliche Stand-ups natürlich etabliert, recht schnell, uns dann aber auch mal kurz zu schließen, sicherzustellen, dass keiner irgendwie zu weit alleine in eine Richtung rennt. Aber ich glaube, diese Mischung aus zusammenkommen und Dinge besprechen, aber gleichzeitig irgendwie eine große Freiheit haben, ist da extrem hilfreich. Ja, cool. Also einfach erstmal machen und was testen und dadurch irgendwie zu einem besseren Ergebnis kommen, ja. Eine Sache, die ich noch interessant fand, wir haben noch 20 Minuten, deswegen frage ich nochmal weiter nach diesen konkreten Beispielen, weil ich glaube, das ist für Leute interessant. Ihr habt doch auch so ein Unternehmenssparring oder so Sparingsprogramme mit einzelnen Personen. Das fand ich ganz spannend, weil damit tut man sich ja auch manchmal schwer, sich so zu öffnen, nach außen Leute so reinzulassen, über Probleme zu sprechen. Vielleicht könnt ihr das einfach nochmal kurz erzählen. Das fand ich ganz cool. Machst du, Sophie? Ganz sehr gerne. Also, du warst jetzt meine Sparringspartnerin am Anfang, deswegen ist es vielleicht irgendwie das beste Beispiel. Als Sparringspartnerin können ja Mitarbeiter werden und sowas, ne? Ja. Genau. Wir haben externe Sparringspartner, wir haben sogar ein ganzes Trello-Board voller externer Sparringspartner, die man zu unterschiedlichsten Themen anfragen kann. Und da geht es ganz bewusst darum, diesen Blick von außen beizubehalten. Wir machen dann meist so Sparrings, die irgendwie eine Stunde gehen. Und wenn man ein Thema hat, wo man sagt, da fehlt mir gerade eine Idee oder wir Quäntchen intern haben da, es fehlt uns entweder Know-how oder wir sind irgendwie am Ende unserer Weisheit angekommen, dann kann man diese Sparringspartner anfragen. Wir haben auch wiederkehrende Sparringspartner, also wirklich Leute, die regelmäßig bei uns vorbeischauen und immer so einen festen Slot haben, was uns dann manchmal auch zwingt, uns ein Thema zu überlegen, das wir mal extern sparren lassen sollten und dann dazu führt, dass selbst wenn wir uns irgendwo mal verrennen sollten, ohne es zu merken, wir uns dann immer wieder daran erinnern, wir können mal mit diesen Menschen sprechen. Und dadurch, dass diese Sparrings auch Teil unseres Bewerbungsprozesses sind, funktioniert es damit unter auch so, dass man auch mit Bewerbern, also so war das bei mir, erstmal Sparrings macht. Ich hatte damals 3 an der Zahl, in denen man unterschiedliche Themen bespricht und auch schon mal gucken kann, passen wir zusammen, funktioniert es im Zusammenarbeiten, Zusammendenken und dann kann daraus dann mitunter eine Anstellung, ein Job entstehen, so wie in meinem Fall.
Aber genau, ich finde das auch ein absolut wertvolles Tool und ja, macht meistens auch noch Spaß. Das ist das Gute daran. Ja, ich fand es ganz cool zu sehen, dass ihr da so eine Regelmäßigkeit und so einen Pool an Leuten irgendwie draus gemacht habt, weil wir, oder gerade Martin Seibert, einer unserer Gründer, verfechtet ja auch immer, alles nach außen zu tragen, alles offen zu legen, Transparenz, viel im Austausch zu sein. Und das fand ich dann nochmal ein sehr konkretes Umsetzungsformat. Wir hatten jetzt zwischendurch noch zwei Fragen im Chat. Einmal hat Janina Weingart gefragt, wenn ihr am Montag den Schontag habt, sprecht ihr da aber wirklich nur über teaminterne Themen, alles nur, was euch organisatorisch betrifft? Oder bindet ihr da schon auch diese Projektmanagement-Sachen ein, sprecht euch ab zu Kundenvorgängen? Das war hier noch so eine Frage. Ja, also es ist, ich habe ja vorhin gesagt, der Schontag ist im weitesten Sinne ein internes Barcamp, aber es wird dem nicht ganz gerecht, ja, weil es gibt einen sehr strukturierten und inzwischen sehr iterierten Ablauf und es wird immer noch iteriert, ja. Also ich skizziere das mal ganz kurz, ja. Wir starten von 9 bis 9:30 Uhr mit einem Check-in und wie geht's, wie war das Wochenende, wie geht's den Kindern, wie sonst irgendwie was, ja, Lage der Nation, Lage persönlich, Rückblick auf die letzte Woche, weil die Woche davor waren wir ja 4 Tage jeder für uns unterwegs in unseren Projekten, ja, und nach 4 Tagen sehen wir uns endlich, nach einer Woche sehen wir uns endlich wieder alle wieder, da freuen wir uns immer ganz tierisch auf den Montagmorgen, ja, wenn wir uns endlich wieder alle sehen. Danach kommen die ganzen Projektabsprachen und das ist schon auch einer der Workhacks, die sind jeweils nur 10 Minuten. Wir haben also den blöden Kalender mit seiner 30 Minuten Default-Einstellung an dieser Stelle überlistet, weil Projektabsprachen nur 10 Minuten dauern. Ja? Und dann sind das zack, 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 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, aber so, dass jeder kann Sessions eintragen, fragt, wen brauche ich dafür ein, wir machen spontan morgens den Sessionplan und dann werden die Projekte besprochen. Dann haben wir in der größeren Runde, danach kommt eine Akquise-Runde, es kommt ein Blick aufs Whipboard, also welche Projekte haben wir gerade, gibt es Überlastung, Unterlastung, müssen wir Sachen umverteilen, damit es uns noch gut geht, oder sind wir wenigstens fair überlastet, so wie gerade. Dann gibt es noch den Gemischtwarenladen, zum Beispiel für Themen, die keinen Platz gefunden haben. Irgendwann kommt eine Mittagspause, dann kommt ein Energizer, damit wir gemeinsam spielen. Und dann kommt der Nachmittag mit freieren Sessions. Und da gibt es 2 15-Minuten-Slots, einen 30-Minuten-Slot und einen Stunden-Slot und nochmal so einen Zusatz-Slot und eine Abschlussrunde. Die sind dann eigentlich die für die internen Themen. Und das ist wirklich frei. Und da haben wir so feste Sachen von, wir haben alle 14 Tage eine Gastsession, wir machen dort die Sparrings, wir machen Werkschauen, sodass wir uns überhaupt dann auch mal zeigen, wer hat eigentlich gerade welchen Workshop gemacht, die neuesten Hacks für Mural, Zoom, sonst irgendwie was, interne Projekte vorantreiben. Das ist alles das, was dann am Nachmittag passiert. Also insofern versuchen wir wirklich diese komplette Orga und sowas in diesem einen Tag zu bündeln. Dann sind solche Sachen drin, dass man die Abschlussrunde im Spazieren macht, damit man sich auch nochmal bewegt. Also es wird dann sozusagen, dieser ganze Schontag wird immer wieder auch weiterentwickelt. Und das ist eigentlich auch so einer der Grundmaxime. Versteh Arbeit als Produkt, was du iterieren kannst. Mach aus deiner Arbeit kleine Marken und iteriere sie und adaptiere sie so für dich, dass sie auch wechselnden Zuständen gerecht werden. Ja. Hier kam direkt noch eine Rückfrage zum Schontag und davor waren noch 2 andere generell. Ich würde trotzdem mal das zum Schontag vorziehen. Also als ich dabei war, habe ich es auch so festgestellt, ihr seid sehr straight mit der Agenda. Also ich habe es auch nicht für möglich gehalten, dass man in 10 Minuten was produktiv zusammen hinkriegt, weil ich kenne das oft so, man braucht jetzt mal 2 Minuten zum Ankommen, dann bis jeder den Ton anhat, pipapo. Aber das ging schon echt Schlag auf Schlag. Und hier kam eine Frage, wie stabil, von Sebastian Herzog, wie stabil ist dieser Ablauf? Also gibt es diese Art schon länger? Wann habt ihr das so entwickelt, diesen Ablauf von dem Tag? Also ich weiß, dass wir 3 Monate Vorlauf hatten, bis wir das, also von dieser Idee, bis es dann wirklich anfangen konnte. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, jetzt machen wir mal so einen Schontag. Also es war wirklich was viel Planungsarbeit gebraucht hat. Und wie gesagt, den Zustand, den wir jetzt haben, das hat sehr lang, also das war, ich weiß nicht, wie vielte Iteration das jetzt ist. Ich glaube, wir haben das Format jetzt auch seit 2 Jahren oder sowas. Ja, insofern ist das schon stark weiterentwickelt. Aber ja, das war schon viel Vorlaufzeit und Planungszeit, die man dafür gebraucht hat, um sich das so
hinzudeichseln, dass es funktioniert. Also deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, grab it und es wird in deiner Organisation funktionieren. Das glaube ich nicht. Man kann sich davon inspirieren lassen, aber so, das ist schon irgendwie extrem stark jetzt auf unsere Bedürfnisse angepasst. Ja. Und ergänzend dazu kann ich auch nur sagen, also für uns ist das der anstrengendste Tag in der Woche, der Schontag, und er funktioniert nur, weil wir sehr streng sind bei den Zeiten. Und ich glaube auch, weil wir inzwischen alle eine so hohe methodische Kompetenz entwickelt haben, dass wir auch in sehr kurzer Zeit dann in diesen Sessions Ergebnisse besprechen können, Ergebnisse auch liefern können, in Anführungszeichen. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, es braucht seine Zeit. Und ich glaube, ein Team sollte da experimentieren und vielleicht erstmal kleine Elemente einführen und ausprobieren. In der Gänze ist es ein mächtiges Tool, aber ich glaube, es braucht viel Übung, viel weiterentwickeln und viel gucken, was passt für uns. Cool, das wäre vielleicht direkt schon so ein Umsetzungstipp, also in kleineren Abschnitten vielleicht starten und nicht gleich den ganzen Tag. Also Sebastian schreibt auf jeden Fall großer Respekt. Genau, ich würde nochmal auf die Fragen von vorher eingehen. Hier wurde gesagt, es gibt ein Unternehmen, das war von Uwe Seider, genau, er sagt, wir sind ungefähr genauso groß, 15 Mitarbeitende, befassen uns auch sehr viel mit New Work, versuchen Selbstorganisation umzusetzen, und bei denen ist gerade so die Schwierigkeit, kann man das mit 15 Leuten noch so gut hinbekommen? Also sie haben das Gefühl, ab 9 wird es schwieriger, das so zu leben und auch Formate wie Retrospektiven noch einzuhalten, ob es da nicht eine Trennung bräuchte und wie das bei euch funktioniert. Also seid ihr immer noch ein Team oder habt ihr das Gefühl, ja, ab einer gewissen Größe werden solche Praktiken schon schwierig? Also ich finde das gerade nicht schwierig. Also vielleicht muss man aber, ich weiß nicht, ob man dazu sagen muss, dass diese 14 Leute, da sind ja auch noch, ist Office Management dabei, also wir sind circa 10 Leute im Operativen oder sowas. Ja, ne? Genau, ja. Wir haben noch Praktis, Werkstudenten und Office Management, genau. Ja, aber ich sehe es eigentlich nicht, dass das eine Schwierigkeit ist. Also ich habe es zumindest nicht als eine erlebt. Vielleicht ist es noch, also das, was natürlich irgendwie wichtig ist, dass man zu sagen, dass dieser Tag irgendwie grundsätzlich moderiert ist. Also wir moderieren uns selbst. Es gibt eine Person, die sich sagt, ich bin heute der Host des Schontags, die kümmert sich um die Rahmenmoderation. Und dann gibt es nochmal in diesen einzelnen Formaten, also zum Beispiel in der Whipboard-Session oder in der Akquise-Runden-Session, gibt es dann nochmal Moderatorinnen und Moderatoren, die dann diese Runden moderieren. Also das ist auch nochmal was uns hilft, Disziplin zu behalten. Eigentlich sind dann diese 10-Minuten-Slots und auch mal nachmittags eigentlich die einzigen Sachen, die mal unmoderiert laufen. Und das ist nochmal was auch einem extrem hilft, diese Disziplin einzuhalten, was man wahrscheinlich sonst nicht durchhalten würde, wenn man sagt, so 8 Stunden mit ständigem Timeboxen und Prozessmuster wechseln. Ja. Und nochmal so über klare Verantwortlichkeiten sowas vielleicht auch abdecken, dass man viele ist. Und ich würde Uwe auf jeden Fall recht geben, ich glaube, viel größer könnten wir nicht mehr werden, gerade in den großen Runden, die wir haben. Also wenn wir alle sprechen, genau, dann ist natürlich irgendwann der Rahmen gesprengt, aber dadurch, dass wir es oft aufteilen und auch meist nicht in der Großrunde alles besprechen, sondern dann viel über, wir schreiben Dinge auf und besprechen das, was gerade relevant ist, gehen, funktioniert das dann gut. Ja, dem Marco Rahn brennt unter den Fingernägeln, seid ihr denn jetzt alle im Homeoffice oder wie macht ihr das jetzt auch am Schontag? Also seid ihr wirklich alle dann jetzt nicht mehr vor Ort? Ich sage immer, ich war seit März ein einziges Mal im Büro für einen einzigen Workshop mit Kunden und sonst bin ich durchgehend seitdem eigentlich an diesem Platz hier gewesen. Tobi hat ihn schon so oft gesehen, dass er es wahrscheinlich gar nicht mehr sehen kann. Also alle im Homeoffice, die Kollegen, die in Darmstadt tatsächlich wohnen, gehen mitunter manchmal noch ins Büro, aber ich glaube jetzt gerade auch nicht mehr wirklich, Tobi, oder? Wenn ich was ausdrucken muss. Ein Drucker zu Hause, um irgendwie da nicht in Versuchung zu kommen, Papier zu verschleudern, aber manchmal muss man dann doch, oder ich muss irgendwelche Unterschriften leisten, physisch oder sonst irgendwie was, ja, dann na, es klappt, dann würde ich sagen, irgendwie zum Glück oder leider, wie auch immer man es ausdrückt, ja, es klappt einfach sehr, sehr gut, das komplett remote zu machen. Und wie gesagt, die Erfahrung ist, entweder alle remote oder alle im Büro, zumindest an solchen Sachen wie den Schontag. Also diese Hybriden, so ein paar Leute sitzen in einem Konferenzraum um ein Mikro herum und andere im Homeoffice. Das sind immer so die gruseligsten Momente. Und das hat sich gezeigt, das hat sich nicht bewährt. Und deswegen
lieber alle zu Hause. Es funktioniert mega. Ja, cool. Jetzt hat sich auch gerade der Jakob hier im Chat gemeldet, der ist jetzt auch mit dabei, Kollege von euch. Und hier ist der Schontags-Rahmenmoderator. Ja. Also, da könnt ihr jetzt auch im Chat noch mehr Fragen droppen, die der Jakob vielleicht direkt beantworten kann. Genau. Es kam noch eine weitere Frage. Wir haben jetzt noch so 9 Minuten. Das wäre vielleicht sogar auch so eine Frage Richtung Ende, die ich auch noch gestellt hätte, von Daniel. Was sind denn bei eurem aktuellen Setting so die größten Herausforderungen? Also Vorteile und was cool ist, haben, glaube ich, die Leute viel mitgenommen. Was sind die Sachen, wo ihr selbst sagt, oh, das ist doch schwierig irgendwie oder da müssen wir nochmal dran knabbern ein bisschen? Also ein Thema, wo wir gerade dran arbeiten, ist das Thema Entscheidungen, so, weil tatsächlich unsere Hierarchien sehr flach sind, aber wir natürlich irgendwie qua Papier immer noch irgendwie 5 Gesellschafter und Mitarbeiter sind und irgendwie fühlt sich das nicht ganz richtig an und es gibt auch keine, also es, im Alltag gibt es nicht jetzt so oft Konflikte, ja, aber irgendwie das Thema hat einfach noch keine so eine klare Lösung gefunden mit wir haben zwar ein Kollektiv oder sonst was, aber wie treffen wir Entscheidungen? Ist das überhaupt noch das richtige Kleid für uns irgendwie mit so einem Gesellschafter-Nicht-Gesellschafter-System, weil es tatsächlich inzwischen sich so anfühlt, als wären wir eigentlich mal mindestens 10 gleichberechtigte Unternehmerinnen und Unternehmer und es gibt in Sachen Kompetenz keinerlei Unterschiede und so zeigt sich einfach, das ist halt so der rechtliche Rahmen, in dem wir uns noch bewegen und wissen, aber das passt nicht mehr ganz zu uns. Das ist so ein Punkt, den wir gerade angehen. Also wie bringt man diese flachen Hierarchien auch noch ins richtige Korsett und ins richtige System oder macht da was? Und ja, wann immer irgendwie Hierarchien flach sind und sowas, dann ist natürlich, wenn man dann an so einen Punkt kommt wie Kündigungen oder sonst irgendwie was, das sind immer in Unternehmen, die sich sehr lieb haben und wo alles flach ist, sehr, sehr kritische Momente, kann ich sagen. Ja, so das und das ist natürlich aber auch bei jedem von diesen Aggregatzuständen gesprochen. Bei jedem Musterwechsel gehen halt auch Personalwechsel einher und das sind, ja, also wenn ich irgendwann, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist wie Sterben, das kriegt man, das wird einfach nie was Schönes. So. Ja, also das Thema mit den Entscheidungen, das ist bei uns auch ein ganz großes, das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben, dass es in der agilen Arbeit nicht so einfach ist, kommt man mit vielen Leuten auf eine Entscheidung. Sophie, wolltest du da noch was anschließen? Genau, ja, also das Thema Entscheidung, da kann ich mich nur anschließen. Da freue ich mich, dass wir einen Prozess gestartet haben und ich glaube, wir sind alle gespannt, was am Ende rauskommt und erzählen das gerne. Ich glaube, ein weiteres Thema, mit dem wir immer mal wieder zu kämpfen haben, ist dieses Thema Arbeitslast, Überlast. Ich glaube, dadurch, dass wir alle unternehmerisch denken und jetzt gerade auch, das klingt ganz furchtbar, aber so ein bisschen ja aus dieser Remote-Arbeit auch profitieren, weil wir sehr viele Remote-Workshops moderieren, sind wir gerade so ein bisschen an der oberen Belastungsgrenze mitunter, was die Einzelnen angeht. Und wir versuchen immer wieder Wege zu finden, wie kriegen wir es hin, dass Arbeit gleichmäßig verteilt wird. Also wir arbeiten da mit unserem Work-in-Progress-Limit-Board, das wir aber auch etwas anders nutzen als jetzt in der normalen Kanban-Welt. Aber da sind wir viel am Experimentieren damit, wie schafft man es, seine Grenzen einzuhalten und gleichzeitig viel Verantwortung in Projekten zu übernehmen, viel voranzutreiben. Also da freuen wir uns auch mal über Ideen. Also ja, Pia schreibt hier gerade, schaut euch mal Verantwortungseigentum mit der Purpose AG an. Das könnte eure Hierarchiethemen anfeuern. Der Jakob hat es bestimmt schon mitgeschrieben hier aus dem Chat, aber das mal dazu. Genau, Uwe, der vorhin sich geäußert hatte zu der Größe und wie ihr das so hinbekommt, mit mehreren Leuten jetzt diese Selbstorganisation zu leben, hat nochmal ein bisschen spezifiziert und gesagt, geht weniger um kundenspezifische Sachen, sondern eher sowas wie Vertrauensurlaub, Arbeitsmittelauswahl, Reisekostenrichtlinien, gut, das ist eh bei euch nochmal ein anderes Thema, aber wie wird es da mit umso mehr Leuten, also gerade diese persönlichen Themen vielleicht auch, oder wo es viel Vertrauen braucht, würde ich jetzt mal so daraus lesen. Ja, vielleicht irgendwie, wir können sagen, wir haben eine Urlaubsflatrate, wir haben Flexibilität, also wir versuchen immer so wenig Regeln wie möglich zu machen und arbeiten eigentlich, versuchen immer mit so Maximen zu arbeiten, also jetzt zum Beispiel auch bei dem Thema Gehalt, wir haben dann ein Gehaltsmanifest geschrieben,
Ja, so was sind eigentlich Dinge, die uns wichtig sind beim Thema Gehalt? Ja, und das ist, da gibt so einen Rahmen, in dem man dann was regeln kann und sagen, eigentlich immer eine Regel oder sowas wird nur gemacht, wenn es sich überhaupt nicht mehr anders lösen lässt. Ja, aber eigentlich versuchen wir einfach so wenig wie möglich zu regeln und immer nur sozusagen, was sind die Prinzipien, die uns wichtig sind? Ja, und dann findet man in der Regel Lösungen. Ja, weil das wird ganz schlimm, wenn man in so eine Regulierungswut reinkommt und die nächste Ausnahme steht sowieso schon im Türrahmen. Und das ist so eine Maxime. Versuch Regeln zu vermeiden, wo es irgendwie nur geht. Ja. Dann wären wir wahrscheinlich auch schnell nicht mehr beim New Work, sondern eher wieder im klassischen Zusammenarbeiten, genau. Hier war jetzt noch eine Frage. Ich würde mich trotzdem mal so ein bisschen Richtung Ende bewegen. Wir haben noch so 3 Minuten und 2 Abschlussfragen vielleicht nochmal stellen. Gerne im Chat noch weiter mit Jakob bequatschen oder auch im Nachgang mit den beiden. Genau. Ich wollte nochmal wissen, habt ihr so ein Fuck-Up-Beispiel oder so? Irgendwas, was ihr mal eingeführt habt? Wir waren schon so bei Sachen, die gerade Herausforderungen sind. Aber habt ihr irgendwas, was ihr mal ausprobiert habt und dann gemerkt habt, oh, das war kompletter Murks, müssen wir wieder rückgängig machen, irgendwie anders machen? Vielleicht nochmal so ein Beispiel. Also mir fällt, Tobi, da musst du aber erzählen, und ich weiß nicht, ob es hundertprozentig passt, aber mir fällt, glaube ich, ein kollektives Trauma ein, das manchmal aufkommt. Es geht immer, wenn es um dieses Thema Projektlast, Projekte verwalten geht. Ich glaube, es gab mal irgendeine Liste, mit der versucht wurde, so Mastermind-technisch alle Projekte zu planen. Und das ist, ich war zu dieser Zeit noch nicht im Unternehmen, aber immer wenn ich angebracht habe, wir könnten noch mal irgendwie unsere Projektplanung irgendwo darstellen, mal irgendein Board zum Beispiel machen, wo wir das Ganze darstellen. Ich weiß, dass da immer wieder die große Angst kam, dass wir zurückfallen in diese Zeiten, wo versucht wurde, alle Projekte bis ins Detail zu planen. Also ich spüre da ein leichtes kollektives Trauma, aber wir haben es überwunden, glaube ich, inzwischen. Ja. Da musste ich gerade dran denken, Tobi. Ja, stimmt, das war die minutiöse Halbstundenplanung und sonst irgendwie was und so. Das war grausam, ja, irgendwie zu sehr Tracking. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ja, es fühlt sich aber nicht so schlimm an, irgendwelche Sachen aufzugeben. Also das finde ich an das Schöne an diesen, wenn man so Arbeit in diesen Quartettkarten denkt oder in diesen Formaten. Also wenn jetzt irgendwie ein Format für zum Thema Mitarbeitergespräche nicht mehr so gut funktioniert, ja, also jetzt angenommen, wir führen Mitarbeitergespräche teilweise auch als wie Speed Dating, ja, jeder feedbackt jeden. Und wenn das nicht mehr, wenn wir merken würden, das passt nicht mehr ganz, ja, dann schmeißen wir halt die Karte weg, aber nicht das Thema, dass wir uns Feedback geben müssen. Ja? Und das ist nochmal so ein Ding, von was uns sehr, sehr hilft, einfach zu sagen, ja, man kann halt irgendwann auch mal ein Produkt oder ein Arbeitsding oder eine Quartettkarte in die Tonne kloppen. Ja? Wer auf unsere Website geht und diese Quartettkarten durchguckt, wird sehen, dass auch viele Karten schon archiviert sind, ja? Oder inzwischen neue Versionen bekommen haben, weil sie irrelevant geworden sind. Ich finde das immer, das ist dann kein Fuck-up, sondern einfach Arbeit verändert sich und dementsprechend müssen sich auch die Rahmenbedingungen da verändern. Ja, so. Ja, natürlich schmerzfrei, ja. Okay, jetzt haben wir noch 1 Minute. Das heißt, jeder von euch hat noch ein paar Sekunden für meine letzte Frage. Die war mir nämlich noch wichtig. Was habt ihr denn für Tipps, wenn sich jemand jetzt dran machen will, New Work oder solche Konzepte ähnlich euren einzuführen? Was wäre der erste Schritt? Ein Tipp dazu vielleicht. Sophie, willst du anfangen? Sehr gern. Also mein Tipp wäre, findet heraus, was gerade eure akuteste, eure größte Herausforderung ist, das Problem, das die meisten bei euch stört, und kommt dann zusammen und versucht euch eine, vielleicht auch erstmal kleine kreative Lösung zu überlegen und die auszuprobieren, aber immer mit dem Ziel, es kann auch nicht funktionieren und dann entwickeln wir es weiter. Also natürlich dieser iterativ-inkrementelle Gedanke auch aufs Arbeiten angewendet. Also das wäre das, was ich mitgeben kann. Ja, es ist nicht die, ich würde auch sagen, es ist nicht die eine große Maßnahme, sondern es ist einfach die Summe von vielen kleinen Maßnahmen und Formaten. Und deswegen muss man den Mut haben, klein anzufangen und mal eine Sache ins Verändern zu bringen. Und dann kommt die nächste und die nächste. Irgendwann hat man 32 Karten zusammen. Ja, aber man baut eben erstmal eine Karte und nicht gleich ein ganzes Quartett. Ja, so, das ist vielleicht so das Wichtige. Okay, das ist das passende Schlusswort. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir jetzt die 40 Minuten zusammen hatten. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für alle, die hier mitgeschrieben und mitgeguckt haben. Ich wünsche dem Rest noch ganz viel Spaß bei den weiteren Sessions. Als nächstes kommt dann der Jan mit Leuten von der R&V. Ich bin auch schon gespannt. Und damit wünsche ich euch beiden zumindest jetzt nochmal einen schönen Abend zu Hause. Auch.
Bis dann. Ciao.